Ich dachte, das wäre ein Spielzeug. Aber wir haben einfach nur Rihorn draußen geparkt. Rihorn hat nicht mal meine Garage. Okay. Wir können keine Klamotten wechseln. Ach Mann, ich dachte, wir könnten jetzt wirklich, ne? Klamotten wechseln. So, Mama, ich bin jetzt aber wirklich weg, ne? Auf in die große, weite Welt. Hurra! Er läuft, da macht man so eine Geräusche. Aquarilla. Okay, das kann ich niemals. Also ich hoffe, die Namen von den Städten werden ein bisschen angenehmer irgendwann für mich. So wie Mama City oder so, das, was ich mir auch merken kann. Was ist denn jetzt schon wieder? Hey Trainer, im hohen Gras wirst du manchmal vom wilden Pokémon überrascht. Ja, na, aber keine Sorge, Alter, dein Team wird doch die Tapfer im Kampf stellen, ey. Alles klar. Ich brauche Pokebälle. Bin wieder da, hallo. Können wir Pokebälle uns kaufen? Weil, ne, wenn wir hier schon gleich ganz am Anfang unser Dratiri... Und ich finde Dratiri cool, weil es auch noch Feuer drin hat und außerdem ist ein Adler. Muss ich mir die Tasten noch umlegen? Ich drücke immer die falschen Tasten. Ein Pokeball, ja bitte. Man kauft immer erst 10 Pokebälle. Ist so, es ist ein normaler Kauf. Okay, ich weiß, wie man Pokémon fängt. Er ist auf Pokébälle spezialisiert, aber hat Cupcakes hinten drin. Hä? Verkauft er die nicht? Aber es ist hübsch. Die Grafik ist aber hübsch. Progressweg. Route 2. Erster Kampf. Manchmal stottert's. Ein Taubsi. Igor, hau Taubsi auf die Fresse. Wir kämpfen natürlich. Krach, bumm. Tot. Wir kämpfen natürlich. Ich will das andere aber haben. Durchstreife hier das hohe Gras und gucken mal, ob wir das finden, oder? Es ist ein Zickzack. Oder Zickzack oder Zickzacks. Verprügeln wir natürlich übelst. Gibt es da unten eigentlich ein Pokémon Center? For real, ich habe noch keins gesehen. Das ist cool, dass sie so ein bisschen Bewegung drin haben. Hat schon irgendwie was. Oh, tot. Hey, Stufa. Nichtsdestotrotz suchen wir dieses andere Ding. Purmel? Was zum Teufel ist ein Purmel? Ich habe nicht mal eine Ahnung, was ein Purmel ist. Sieht aus wie... Achso, das ist so ein Raupi, oder? Das ist, glaube ich, so ein Raupi. So ein Raupi-Verschlag. Mach natürlich Tackle-Angriff. Kann auch sein, dass wir das andere erst höher finden. Da steht auch, dass wir es sonst auch auf Route 3 bekommen. Aber so früh wie möglich hätte ich das gerne. Deswegen durchstreife ich diesen Busch. Skobbel. Es kommen auch immer wieder andere, ne? Kommen jetzt jegliche Art von Pokémon erstmal raus? Ich habe schon gesehen, es gibt echt kaum neue Pokémon in der Kalos-Region, oder? Ja, es gibt jetzt neue Fee... Oder neuen Typ an Pokémon Fee? Habe ich jetzt aber... Da gab es jetzt nicht sehr viel Auswahl von Feen-Pokémon. Die ich interessant fand. Deswegen, ja, haben wir kein Feen-Pokémon ausgewählt. Ich weiß nicht, ob irgendwas feenmäßig interessant noch wird. Stottert manchmal auf jeden Fall, aber ich hoffe, damit kommen wir klar. Da ist es ja schon wieder. Okay, wenn er gleich Level 8 ist. Ich muss mir angewöhnen, jetzt auch ein bisschen öfter zu speichern hier. Also auch wirklich im Spiel zu speichern, weil, naja. Apropos, Platin, hier Platin. Soul Silver hat einfach nicht... Es wollte einfach nicht.
Ich habe nochmal überprüft, aber es hat sich auch mit drinne speichern und alles. Es hat einfach nichts gebracht. Es hat leider alles nichts gebracht. Taubsi! Schade, wir kriegen scheinbar noch nicht das Dratiri, wa? Ich hätte gerne das Dratiri von unserer Mutti. Wenn es dann auch wirklich ein Dratiri ist. Wir tackeln uns gegenseitig. Mein Taubsi ist auch cool mit Taubos und sowas, aber das ist so, das ist zu Standard. Yay, Stufe 8. Er lernt Walzer. Oh, cool. Okay, ich werde jetzt einfach zum Pokémon Center gehen, wenn es ein Pokémon Center da unten gibt. Also den Markt auf der linken Seite und den Pokémon Center vielleicht auf der rechten. Das sieht aus wie ein Pokémon Center, oder? Nein. Hi. Dein Team sieht etwas müde aus. Mach doch eine kurze Rast. Okay, es ist... Weißt du, früher, ne? In Frankreich müssen die Pokémon Center, die müssen dann halt mit Bibliothek und lalala sein, ne? Wenn das hier wirklich ein Pokémon Center ist. Also, ich bin verwirrt. So. Dann lass uns mal loslegen. Dann gehen wir mal tiefer in Route 2 rein. Hallo Casezilla. Lasst uns doch zusammen lernen, wie man Pokémon fängt. Serenas Mama und Papa sind hervorragende Trainer. Deshalb weiß sie auch ganz genau, wie man Pokémon fängt und mit ihnen kämpft. Ja, nun ja, Mama und Papa sind schon gut, aber mit meinen Können hatte das nur bedingt etwas zu tun. Schau doch mal eben zu. Hey, das will ich haben. Episch. So geht das. Ist unser Pokémon eigentlich männlich oder weiblich? Du sollst dein Pokémon schwächen, bevor du einen Pokéball wirfst. Dann drückst du Beutel, dann drückst du Bälle, dann drückst du Pokébälle. Ich habe auch nur 50. Dann wirfst du einfach den Pokémon Ball am Kopf und dann ist Jod. Ist Ruhe. Klasse, Skobbel wurde gefangen. Wow! Steckt das Pokémon jetzt etwa in diesem Ball drinne? Aber Sanna, überleg doch mal, wo befindet sich denn dein Froxy gerade? Ich gebe euch am besten auch ein paar Pokébälle mit auf den Weg. Schön, dass ich welche gekauft habe. Das waren Pokébälle, stimmt's? Kann ich damit auch Pokémon fangen? Klar, das bekommen in dieser Gegend sollten sich, die Pokémon in dieser Gegend sollten sich problemlos mit Pokébällen fangen lassen. Okay, wenn ich einem süßen Pokémon begegne, werfe ich einen Ball nach dem anderen. Und dann freunde ich mich mit ihnen an. Wenn du wilde Pokémon fängst, werden außerdem auch deine Pokémon stärker. Viel Erfolg. Wenn ich wilde Pokémon fange, werden meine Pokémon stärker? Ehrlich, das habe ich nicht ganz verstanden. Ein Skorpel. Skorpel oder wie auch immer. Ups, das ist Flucht. Ich wollte das ist Pokémon. Wir gehen erstmal ein bisschen auf Flucht, bis wir das andere Pokémon haben, ne? Oh mein Gott, da oben ist ein Trainer. Oh Gott, ein Horniloo. How süß ist das denn, bitteschön? Horniloos, ey. Oh Gott, ist das oldschool. Tschüss. Tschüss, Horniloo. Haha, Horniloo. Versteht ihr? So, wir suchen aber trotzdem den kleinen Feuervogel. Namens Dratiri. Und den hätte ich gerne hier auf Route 2 gefangen. Aus Gründe der, ne? Der Pokémon-Dinge und so. Hallo, Taubsi, geh mal weg. Ich suche ein Dratiri.
Der da oben will hundertprozentig kämpfen, der Schnackel. Hundertprozentig. Hier wird ja wohl irgendwo ein Dratiri zu finden sein, wa? Die ewig werdende Suche nach ein Dratiri. Gibt's ja eigentlich auch wieder wackelnde Büsche mit Ohrdoch drinne? Na, ist kein Dratiri. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ein Dratiri aussieht. Das ist aber so ein scheiß dreckiger Wurm, den sowieso keiner mag. For real, man, niemand mag dich. Geh woanders hin. Niemand nimmt Käfer-Pokémon mit in die Pokémon-Liga. Seien sie heißen Pete. Und werden dann ausgetauscht danach. Dratiri! Jetzt noch männlich Level 4. Gründe. Männlich Level 3 geht auch, komm. Ja, Walzer wäre jetzt eine ziemlich beschissene Attacke. Alles klar, Dratiri. Sehr schön. Ich habe gelernt Beutel. Ich habe gelernt Bälle. Komm, Dratiri kriegt einen Premium-Ball, weil es so Premium ist. Ich sag dir, bleib da drin, Alter. Der ist Premium, der Ball. Der ist mit Leder ausgestattet und so. Ja, klasse. Dratiri wurde gefangen. Ah, ach so, man kriegt jetzt EXP, auch wenn man die Pokémon fängt. Rotkehlchen. Typ normal Flug. Größe 0,3 Meter. Gewicht fast 2 Kilo. Ein sehr zutrauliches Pokémon. Durch Zwitschern und Bewegung der Schwanzfedern sendet es Signale an seine Gefährten. Möchtest du Dratiri einen Spitznamen geben? Aber selbstverfreilich. Ich habe schon den perfekten Namen. Siri. Weil es Dratiri und Siri. Versteht ihr? So. Das war es erstmal mit Pokémon fangen. Und jetzt trainieren wir das hier ein bisschen. Rankenhieb. Nutzen wir ein paar Techniken. Finde ich cool, dass sie da hinten so rumhüpfen und sowas. Finde ich, hat irgendwie Stil. Weiß ich nicht. Technik Rankenhieb sieht zwar ein bisschen doof aus, aber naja. Ich versuche gleich mal gegen die Alte da zu kämpfen. Die bewegt sich nicht mehr. Ich habe auch die Namen von den Ladies vergessen, mit denen wir abhängen. Ich habe den Namen von allen vergessen. Trovato Tomato kenne ich noch, ja. Daran kann ich mich erinnern, aber die restlichen Namen habe ich vergessen. Ja, ich weiß, mein Team sieht müde aus. Schrumpel, wumpel, dumm. Pokémon? Du da? Tauschen, du da. Was hast du eigentlich für eine Fähigkeit drin? Irgendwas Tolles? Bericht. Brustbieter hindert Angreifer daran, die Verteidigung zu senken. Oh, das klingt doch ganz gut. Und Igo ist sogar auch männlich, also ist alles gut. Man muss immer männliche Pokémon fangen. Es sei denn, man kämpft gegen ein weibliches Miltang, dann ist natürlich männliches Pokémon echt für den Arsch. Ja, ist so. Habe ich schon getauscht? Ich habe getauscht. Ich habe hundertprozentig getauscht. So, dann wollen wir erstmal unsere Siri ein bisschen leveln. Unseren Siri, ja. Ist halt doof gelaufen mit den Geschlechtern, ne? Los, Siri! Siri, du musst dieses Pokémon erstmal verprügeln, ja? Alter! Fucking Volltreffer. Vielleicht macht es Heuler oder so. Oder irgendwas, was uns am Leben hält. Ach, schade. Oh, der kleine Piekmatz. Tschüss. Oh, weil der einen Volltreffer landen musste. Warum musste der jetzt einen Volltreffer landen? Das ist doch kacke. Ich lande doch auch keine Volltreffer. Zurücklatschen. Also Siri muss mindestens Level 6 sein, dann ziehen wir weiter.
Ja, ich mache eine kurze Rast. Es muss mindestens Level 6 sein. Wir haben 20 Pokebälle dabei. Wir können alles fangen, was wir wollen. Ich freue mich schon auf ein Flummel, weil ich finde, Kravumms ist ehrlich gesagt ein echt cooles Pokémon. Das hatte ich damals auf Smaragd gehabt und ich fand das echt cool. Ich fand das cool, das Pokémon. Los, Siri! Männliche Siri. Ich bin froh, dass ich hier nicht so ein Google-Ding habe, das ständig auf Siri reagiert oder so. Siri, greif an und dann werde ich von meinem Handy angesprungen oder so. Weiß man's? Weiß man's? Man weiß es nicht. Mach mal Faden. Danke, mach Fadenschuss, wollte ich gerade sagen. Quietsch. Ach ja, so süß. Und ich muss unbedingt den Film Pokémon Pikachu Detektiv, Detektiv Pikachu gucken. Den muss ich unbedingt noch gucken. Den habe ich bis jetzt noch nicht gesehen, aber den muss ich mir noch anschauen. Auch wenn ich ein kleines bisschen sagen muss, dass die Pokémon in Animes halt wesentlich süßer aussehen als in echt. Also da in echt, da sehen, ich habe ja so ein bisschen die Pokémon schon gesehen und da muss ich sagen, manche sehen hart verstörend aus. Wirklich hart verstörend. Also wirklich so, als wenn sie dir echt wehtun würden, auch in echten Leben. Siri, mach mal Volltreffer, bitte. Na, das wäre dir ein Spaß. Jetzt macht er Tackle und volltreffert uns, wa? Das schafft mein Pokémon nicht. Das schafft Siri nicht. Gemein. Ah, leck mich. Oh, Mann. Was stand da? Regenerieren? Hä? Bin total verwirrt. Wegen deinen ganzen Heuler. Ach, Mann, dieses blöde Ding. Hier kriegst du einen Rankenhieb ins Gesicht geklatscht. Von Igor. Ja. Naja, so hat Siri wenigstens 20 Punkte erhalten. Oh, der Training kann aber lange dauern. Auch ein EP-Teiler. Ach, wer weiß, vielleicht kriegt man das ja hier alles noch. Und die ganzen VMs müssen wir dann bestimmt auch noch suchen. Hey, mein Pokémon ist schon wieder, mein kleines Rotkehlchen ist schon wieder Auerbubu. Mein kleines dieses Rotkehlchen. Schlompi, Schlompi, Schlomp. Ich bin auch schon gespannt auf Pokémon Schild und Schwert. Ich hoffe, es gibt viele neue Pokémon. Ja, wie gesagt, XY sah so aus, als ob es kaum neue Pokémon gab. Ach, nicht schon wieder du. Ja, Level 4. Das packt Siri nicht. Das packt Siri wirklich nicht. Ja, natürlich Heuler. Das nervt ja. Machen die das jetzt ständig? Ich liebe Pokémon. Technik muss töten. Oh, Gott sei Dank. Nur geht's wenigstens auch Level up. Und jetzt sind wir wenigstens schon mal ein bisschen stärker. Tja, ja, der Anfang ist immer hart.
wieder zurücklaufen. Es tut mir leid, aber ihr wisst ja, dass es echt so abgeht. So sieht die Welt aus, ne? So sieht die Welt des Pokémon-Trainers aus. Zumindest bei mir. Bei anderen bestimmt sieht das viel epischer aus, aber bei mir sieht es so aus. Ich bin froh, dass ich bei der Alten hier meine Pokémons ausruhen kann. Es gibt bestimmt noch irgendwo Pokémon-Center. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass das hier das Pokémon-Center sein soll. Da fehlt diese ganze Liebe. Lieber. Ich hoffe wirklich, dass wir auch dieses Shiggy bekommen. Ansonsten fehlt es echt auch noch an ein Wasser-Pokémon. Ich meine, es fehlt schon an ein Elektro-Pokémon. Ein Daratiri! Alter, jetzt gibt's ein Rotkehlchen-Fight, Alter. Ein Rotkehlchen-Fight. Warum heulen eigentlich alle Dratiri an, Siri an? Das ist ja furchtbar. Alle quietschen dich an, Siri. Ja, mach. Jetzt ist auch egal. Mit Heuler. Jetzt ist auch egal. Quietsch tot. Level 5. Es wird stärker. Sehr schön. Wenn auch nicht merklich, aber es wird ein bisschen stärker. Jetzt tauchen die natürlich auf, die Dratiris. Aber unser Dratiri ist wenigstens schon Level 5. Wir haben nie wirklich Pokémon-Zucht betrieben, ne? Schon traurig. Wisst ihr, was wirklich interessant bei Schild und Schwert wird? Dass ich da wirklich reingehe und keine Ahnung habe, was für Pokémon da sind. Hier ist es immer so, du hast schon halt alles, das ich halt so gesehen gespoilert, indem du da, ne? Aber ich kann auch nicht ohne, bin ich ganz ehrlich, ich kann nicht ohne. Ich muss mir erstmal herauspicken und ich bin echt gespannt. Naja, plötzlich siehst du andere Pokémon und du hast halt keine Ahnung. Keiner hat Ahnung. Das ist halt so, das wird, glaube ich, so cool. Das wird, glaube ich, richtig, richtig nice. Das ist etwas, da freue ich mich echt drauf. Komplett neue Pokémon finden und ich denke mal, da werden wir auch erstmal alle Pokémon fangen. Weil ich kann mir ja kein Team zusammenstellen, so, sondern ich muss es ja später zusammenstellen. Das wird total spannend.